Ich weiß nicht, wie ich diesen Personen am besten eins auswischen könnte. Wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich betrachte so ein bisschen meine Haare. Ich habe sie gerade so ein bisschen gelockt und vorher auch nur auf meine obere Partie ganz wenig von meinem Silbershampoo drauf gemacht. Und das ist so das Ergebnis. Und jetzt gerade wollte ich so einen Testlauf machen. Ich habe ja mit dem Tonmann gesprochen, als ich bei meinen Eltern war. Und das werde ich gleich mal testen, was er mir so empfohlen hat. Und ja, werde mich schminken. Wir gehen nämlich heute Sushi essen. Die Atelier ist schon da. Und ja, die Selenia sowieso. Und die hat sich ja übergeben gestern, aber danach kam gar nichts mehr. Ja. Ich rede nicht länger drumherum. Ich mache ganz schnell diese Testaufnahmen und schminke mich dabei. Das ist halt der Unterschied mit der Kamera. Wow. Meine Tochter wartet. Ich warte auf die andere Tochter. Eine Tochter wartet auf Sushi. Deshalb beeilt sich jetzt die Mama ganz, ganz schnell. Oh Mann, warum öle ich wieder so nach? Habe ich den ganzen Glitzer von den Kindern hier. Mist. Könnt ihr das sehen? Just last week you called me your babe. Now you're letting go. The way you're talking is driving me insane. Hello. Can we sit and talk this through for once before you cut off the show? 'Cause even if we're hanging by a thread, and the words you said is spinning in my head, I just wanna pull you closer in this bed, take me back into your... Woran erkennt man bei uns, dass der Idris aufgestanden ist? Die Musik fängt an zu laufen. Ich habe meine alte Jacke an, aber die ist zu groß. Oder zumindest im Vergleich zu meinen anderen. Aber das ist die einzige, die goldene Reißverschlüsse hat. Falls jemand von euch... Es ist... Nein, es ist nicht so. Itzi, Hausaufgaben ummachen, los! Doch nicht da alleine. Ich hole den John. Falls jemand von euch eine Lederjacke sieht mit... goldenen Sachen bitte Bescheid geben. Ich habe nämlich bislang keine gefunden. Da schmollt jemand, weil er immer jetzt laufen soll. Gianni. Und er sagt, er ist schon so viel gelaufen. Bist du schon ganz, ganz viel gelaufen? Ja. Oh. Okay, dann trägt dich die Mama ab sofort nur noch. Okay, wir gehen jetzt mit zwei Autos. Hast du Autoschlüssel von welchem Auto? Ich habe vom BMW. Ich hab vom Audi. Ich fahre mit Gianni, du mit den Mädels. Ja. Pass auf, die Hände. Die Hände zum Himmel. Komm, lass uns glücklich sein. Gianni, ich liebe dich. Lecker. Ja, was ist das? Ups, aus Versehen. Ja. Ich habe aus Versehen mit dem anderen Fuß eine Nuss geknackt. Ja, ins Zentrum, ne? Okay. Also im Parkhaus da. Mama! Ja. Ich bin hier. Okay. Wir sind in Darmstadt angekommen. Das Wetter ist wieder total schön. Ich habe meine andere Jacke, weil die eine hat mir nicht so gefallen. Dani ist eingeschlafen, eine mittlere Katastrophe. Die Achilia ist happy. Sie kommt endlich zu ihren Sushi und hat mir verboten, Netflix anzumachen. Wir haben uns eine Serie angeguckt über Essen.
Oh, jetzt weiß ich. Da hat sie Sushi gesehen. Also Dokumentation, sowas ähnliches war das. Okay, Angela, du holst einen Parkschein. Und ich habe Sushi gesehen. Und jetzt sind wir in der Stadt wegen Sushi. Die Verrückte. Komm, mach 2. Ah, ich glaube 2 Euro geht gar nicht. Hier, nimm mal von dem kleinen Geld, guck mal, was da steht an Maximum-Einwurf, okay? Okay. Kriegst du es hin? Da ist der Parkscheinautomat. Oh Mann. Oh nee, du kannst schon da lang. Aber das weil ich nehme den Gianni. Okay. Mach nochmal zu am besten. Deine Jacke, falls. Okay, dann gehen wir mal rein und dann muss ich den Idi suchen. Der hat mir nämlich den Parkplatz hier gefunden. Ja, ich bin wieder im Auto. Ich bin einmal durch die Innenstadt durchgerast, habe Klamotten gekauft, denn ja, nicht überall kann man auf die Toilette gehen. Die Zellen hat es nicht ausgehalten. Ich musste Wechselsachen holen. Meine Laune ist auf Tiefpunkt angelangt. Ich habe keine Lust. Es ist alles immer so easy gesagt. Und wenn man es dann macht mit so vielen Kindern und ja, schick mal, geh mal irgendwo rein und frag mal, darf mein Kind auf die Toilette? Vergiss es. Vergiss es. Und da, wo wir essen gehen wollten, die haben keine Toilette. Ich wusste gar nicht, dass das irgendwie machbar ist, in Deutschland Essen anzubieten ohne eine Toilette. Aber, ja. Wir sind auf der Toilette. Also, ich hatte ungefähr 5 Nervenzusammenbrüche. Ich habe geheult und jetzt sind wir im Sushi. Es ist noch so spät, dass wir ja, es geschafft haben, so lange rumzumachen, bis es 15 Uhr, 17 Uhr geworden ist. Und jetzt essen wir hier. Also ja. Komm, komm, komm. Ein Kind namens Nudeln. Ein Baby. Ein Baby? Ja. Ein Baby? Ist das schon wie 241? Alle von denen. Oh, langsam. Ja, fallen wir. Noch mehr geworden. Heute ist mein Lieblingstag. Warte mal, Antje. Antje. Ich wollte sagen, du musst die andersrum drehen, die Stäbchen. Ja, ist aber jetzt sehr zu spät. Und ich wollte damit das zeigen, dass du drehen sollst. Die Älteste macht am meisten. Gib Mama, mein Schatz. Für mich, die Tür. Ich hol Geld weg. Mmh, was ist das? Scharfer Ingwer. Das darf ich nicht. Baba darf das hier. Boah, scharf. Oh ja. Das Ingwer? Und dieses Grüne. Ach so. Ups. Ups. Der macht mal ein bisschen lang, der ist der. Idi. Schärfe. Wir können gerne so. Also das Essen ist jetzt gerade da. Ein Hühnchen und ein bisschen Reis und ein Ente. Das ist Ente, ja, kriegst du von der Soße auch gleich. Ich bestelle mir eigentlich immer die Ente mit Erdnusssoße. Lecker. Ja. Dankeschön. Perfekt. Ich freue mich mit der Lecker so lang. Oh, das ist auch lecker. Selin, komm mal mit Garnelen für dich. Nee. Ich hatte Garnelen, nicht so lecker. Und das ist heiß. Ja, ist alles frisch und heiß. Idi, was für eine Suppe ist das? Rindfleisch mit Sojasprossen und Schärfe. Haben Sie Zitrone? Ja. Ja, die sieht gut aus. Mhm. Die Suppe. Mhm. Sieht lecker aus. Du hast Kohlenhydrate. Was ist das? Ja, das ist nicht.
klatschen mich die ganze Zeit ab. Das kann ja der Bubi. Und Dani, was machst du? Nur meine Mutter. Nur beide. Ja. Nur beide. Hey. Ich bin eure Mutter. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gefilmt habe, aber wie ihr gemerkt habt, ich bin mit meinen Videos in der letzten Zeit nicht so regelmäßig. Ich bin jetzt gerade an einem Punkt angelangt, den ich, das wisst ihr gar nicht, also als ich sehr erfolgreich war. Wisst ihr doch, dass ich immer wieder so Höhen und Tiefen hatte. Das hatte auch sehr viel damit zu tun, dass ich echt so viel Hasskommentare bekommen habe und mich manchmal gefragt habe, mache ich was falsch? Ich muss euch das erklären. Also eigentlich wollte ich es nicht. Es gab ein Forum, das mittlerweile auch gesperrt ist, weil es da teilweise so heftig abging, dass diese Leute sich in Foren gegen mich gebracht haben. Und teilweise, ich habe ein Video hochgeladen und ich habe so Kritik einstecken müssen, dass ich dachte, hä? Irgendwann habe ich dann gemerkt, wenn die Kommentare so nach dem 1000. Kommentar das gleiche geschrieben worden ist, obwohl in dem Video nichts davon vorkam, habe ich dann gemerkt, und es war dann auch wirklich so, dass das einfach nur aus dem Forum. Die haben sich verabredet und sobald ich ein Video online hatte, weil die unregelmäßig waren, haben sie sich gegenseitig alle alarmiert, sind zusammen auf mein Video und haben sich gegenseitig geschrieben, also gegen mich und dann sich selber dort unterstützt mit Daumen hoch und ja, du hast vollkommen recht, bis ich dahinter gekommen bin, das war Cybermobbing, aber hoch 3000, das waren erwachsene Frauen, das waren noch nicht mal Kinder oder sowas. Die haben natürlich, wenn du auf einen Kanal gehst und du siehst, ah, diese Person wird da voll gehatet, das muss aber echt eine Scheißperson sein. Und jetzt ist das aber ein bisschen heftiger, man kann, selbst wenn man etwas löscht, weil ich das Ganze bei der Polizei melden werde, man kann rausfinden, was die Person schreibt und unter welchen Videos. Und schaut euch mal hier, was da steht. Durch die Auswahl dieser Inhalte werden sie automatisch von YouTube entfernt. Beachte, dass das YouTube-Team immer noch in der Lage ist, diese Kommentare zu untersuchen, auch wenn diese bereits gelöscht wurden. Ich weiß nicht, wie ich diesen Personen am besten eins auswischen könnte. Die haben teilweise wirklich meinen Kanal einfach mal ins Bodenlose geworfen, weil natürlich ich, wenn man so gehatet wird, man versucht es abzuschalten, aber es lässt sich nicht immer so einfach abschalten. Und natürlich ist man als Frau sehr traurig, wenn man als schlechte Mutter dargestellt wird oder was auch immer und es einfach so nicht ist, weil ich sehe ganz genau die, teilweise kenne ich ja auch manche YouTuberinnen und manche sind echt noch goldiger im wahren Leben als auf YouTube. Andere wiederum spielen eine Rolle, die ich teilweise mittlerweile auch ganz toll finde. Warum nicht? Fernsehen ist auch voll mit Schauspielern. Und wenn die Zuschauer es mögen, dann soll es so sein. Ich war halt immer schon eine schlechte Schauspielerin und ich glaube, ich werde auch in diesem Leben keine gute. Deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach ich zu sein. Und so schlecht bin ich wirklich nicht. Es ist gerade echt eine harte Zeit, auch jemanden zu verfolgen, wo man sieht, dass die Aufrufe so runtergehen, weil für viele das einfach auch ein Trend ist oder nicht. Und bei mir ist es gerade nicht so ein Trend, meinen Kanal zu schauen. Ich kriege kaum Likes. Der Kanal geht immer weiter runter, weil ich kaum Likes und kaum Kommentare bekomme. Das macht mich natürlich auch sehr traurig. Es muss immer gesagt werden und jetzt Schluss damit. Ich habe damit abgeschlossen. Diese Weiber haben sowieso kein Leben. Und das Geilste war, als ich das einmal so gesagt habe, wurde ich so gehatet. Das waren halt die Personen, ne? Nur damals wusste ich es nicht. So, meine Lieben. Ich glaube, ich habe es heute wirklich gebraucht. Also so oft, wie ich geweint habe,
hoffentlich etwas in mir bewirkt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann kommt der Punkt, dass ich endlich wieder weitermachen kann. Und ich glaube, jetzt habe ich ihn erreicht. Freue mich sehr auf ein Video morgen. Und also ich glaube, es gibt im Augenblick keinen. Sogar meine Mama ist eben auf dem Kanal. Und Claudia ist mittlerweile auch Zuschauerin von Team Harrison. Ich gucke sie schon ein bisschen länger, mal ja, mal nein. Aber jetzt lebt sie in Amerika für eine gewisse Zeit und selbstverständlich gucke ich mir das sehr, sehr gerne an. Viele Sachen wusste ich schon vorher, war ein bisschen überrascht, dass sie, dass das Team sozusagen da etwas überrascht worden ist von manchen Sachen, aber so ist es wirklich. Also ich war ja auch teilweise dort und war dann nochmal erschlagen, als ich gezählt habe, wie viel Geld man braucht, um dort zu leben. Es ist aber ja trotzdem ein Traumland. Aber alles egal. Eigentlich wollte ich nur sagen, die machen das, was mir sehr gut gefällt. Sie grüßen immer in ihren Videos einen Zuschauer. Und die machen das mit Hashtag Team Harrison. Und ehrlich gesagt, ich finde das eine richtig coole Idee. Also machen wir das Gleiche. Wer gegrüßt werden möchte, einfach Hashtag Patricia Page Live. Und dann werde ich in jedem Video eine Person von euch grüßen. Also, liebe Sarah, vielen Dank für diesen coolen Trend. Finde ich super. So kann man auch Kontakt mit den Zuschauern so ein bisschen vertiefen. Und ja, auf jeden Fall ein Like von mir an die Sarah und eins für Flecki und für die Arcelia. Und wir verabschieden uns von euch und wünschen euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer gerade bei euch aktuell ist. Tschüss! Tschüss! Tschüss!